So Leute, ich baue jetzt einmal kurz die beiden Optionen, die beiden Schaltknäufe ein. Es ist mittlerweile auch dunkel. Ich habe hier zwischendurch den Teil mit den Pedalen gedreht. Jetzt setzen wir einmal hier den silbernen, einmal den schwarzen Schaltknopf drauf und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Einmal so. Und einmal so. Ich finde beides persönlich sehr nice. Ich mache jetzt auch gleich nochmal eine Aufnahme, wie es aussieht, wenn man von außen ins Auto einsteigt. Falls ihr eine Präferenz habt, sagt es mir gerne. Alternativ, einer der beiden Schaltknäufe wird auf jeden Fall noch seinen Weg in ein anderes Auto finden, was nicht direkt in meinem Besitz steht, allerdings mal in meinem Besitz war. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Da stelle ich euch demnächst mal vor. Das hat auch einige Features. Natürlich neben der Tieferlegung noch ein paar andere Spielereien. Darunter unter anderem eine komplette selbstgebaute Ambientebeleuchtung. Da kann ich euch auch mal zeigen, zwar nicht wie man die einbaut, weil da natürlich schon eine drin ist, aber wie ich da vorgegangen bin und was man dabei auch beachten muss. So, hier natürlich meine Audi-Einstiegsbeleuchtung. Wenn man jetzt ins Auto reinkommt, dann sieht das Ganze so aus. Und so sieht das Ganze aus mit dem silbernen Schaltknopf. Finde ich persönlich auch sehr nice. Ups. Gucken wir uns das Ganze nochmal von hinten an. Hier übrigens liegt der alte Schaltknopf. Ich weiß, man kann auch einfach den besatteln oder ich hätte den auch einfach besatteln lassen können. Aber ich finde die Form hässlich. Das ist halt einfach altbacken. Natürlich ist das Auto auch schon älter, aber mir gefällt die Form nicht. Und ich weiß, wo meine Gänge sind. Ich muss keinen Gang suchen. Falls doch, wird man es hören. Also, so sieht das Ganze aus. Ich guck mir das Stativ zur Seite. So. So sieht das Ganze von hinten aus. Sehr fresh. So sieht das Ganze ohne Schaltknopf aus. Klar. So. Und so sieht das Ganze mit schwarzem Schaltknopf aus. Auch sehr cool, muss man wirklich sagen. Naja, lasst es mich wissen, Leute, welchen ihr besser findet. So Leute, ich habe jetzt hier meinen Schaltsack gewaschen. Ja, ich habe meinen Sack gewaschen und gebürstet, damit der Sack nicht mehr stinkt. Genau, so sieht das jetzt aus. Könnte man auch neu machen können, hat hier so ein kleines Loch an der Seite, aber ich denke, das geht. Die Frage ist jetzt natürlich, wie bekommt man oben den Ansatz von dem Schaltsack wieder fest an dem Schaltknauf. Ich habe mich übrigens gerade im Video oder nebenbei dafür entschieden, dass es der silberne wird. Ja, wie machen wir das Ganze fest? Ich habe mir überlegt, dass man das Ganze mit einem Kabelbinder von unten festmacht und dann etwas hochkrempelt. Ich zeige euch das jetzt aber gleich. So, hier sind wir wieder. Hier mein gewaschener Sack. Hier könnt ihr euch nochmal das Loch von meinem gewaschenen Sack angucken. Wer das nicht lustig findet, dem kann ich auch nicht helfen. Also das Schöne ist, an diesen Schaltknäufen hier von Sparco, die kann man fast überall draufsetzen. Man kriegt hier verschiedene Passhülsen mitgeliefert. Die haben verschiedene Innendurchmesser. Der Außendurchmesser ist immer gleich. Der passt nämlich zu dem Innendurchmesser vom Schaltknauf. Jetzt gucke ich hier einfach nach, welcher hier am besten passt. Das ist sogar schon direkt der hier. So, den setzen wir da jetzt erstmal schon mal drauf. So wie das nachher kommt. So, dann können wir das Ganze hier nach innen durchstülpen. Lieber den Schaltsack nach außen stülpen und dann über den Schaltstängel, nein, der heißt nicht Schaltstängel, aber über das Schaltgestänge hier stecken, dann den Schaltknauf darüber. Jetzt habe ich mir das so überlegt, dass wir
hier einen Kabelbinder drum machen und das Ganze etwas nach oben stülpen, weil wir hier jetzt relativ viel Schaltsack übrig haben. Hier haben wir, das wird auch mitgeliefert, 3 Madenschrauben, bzw. 4. Man braucht aber nur 3, eine ist also ein Ersatz. Und einen kleinen Imbusschlüssel. Das ist ein M4-Gewinde, nebenbei bemerkt. Relativ filigran, also braucht man auch nicht viel Drehmoment drauf geben. Das ist wirklich nur zum Arretieren des Schaltknopfes gedacht. Das Schöne ist, dass der Schaltknauf jetzt auch immer wieder leicht entfernbar ist. Der originale Schaltknauf, wenn ihr euch mal Montagevideos davon anguckt, der originale Schaltknauf ist mit einer Schelle aus Stahl befestigt, die man aber nicht aufschrauben kann, sondern die man nur durch Zerstören oder durch Aufbiegen entfernen kann. Das macht das Ganze sehr unpraktisch, gerade für Bastler. Und das noch nicht, passiert mir sonst nie. Spaß am Rande. So, jetzt muss er natürlich noch schön ausgerichtet werden. Gleichmäßig hier so ein bisschen Drehmoment auf die Schrauben verteilen. Auch gar nicht zu viel, ich werde das jetzt auch nicht doll festreißen oder so, irgendwie mit der langen Seite. Das ist hier gar nicht notwendig. So, den Imbusschlüssel lege ich mir zur Seite mit der einen Madenschraube. Die kommt hier in meine Mittelkonsole. So, jetzt ist der Schaltknauf fest verbaut, sieht sehr schick aus, sehr hochwertig. Jetzt geht es darum, was machen wir mit dem Schaltsack. Hier Seitenschneider und natürlich Kabelbinder. Und weil ich sowieso kein Geld dafür kriege, dass ich irgendwelche Marken nenne, die sind einfach von ABB. Die waren günstig bei Amazon, deswegen habe ich sie gekauft. Sonst ist es mir auch scheißegal, ein Kabelbinder ist ein Kabelbinder. Hier sind sogar noch zu. So, einer reicht. Das Ganze mache ich jetzt folgendermaßen. Das muss nicht wunderschön sein, wenn man das nachher eh nicht mehr richtig sieht. Einfach nur, damit das einigermaßen fest ist, lege ich das jetzt hier rum. Man könnte jetzt natürlich auch noch oben die Naht etwas öffnen von dem Schaltsack und das hier rüberziehen. Das ist aber nicht meine Absicht. Jetzt gerade zumindest. Vielleicht ändere ich das auch noch, wenn es mich stört. Aber jetzt gerade ist mir das egal. Schön bündig abschneiden. Mit einem scharfen Seitenschneider natürlich. So, hier kann man ja auch drüber packen, ohne dass man sich die Hände aufschneidet. Ja, ich gucke gleich mal, wie das dann im fertigen Zustand aussieht. Ich schließe jetzt erstmal hier die Kabel wieder an, bevor ich das gleich vergesse. Das ist nämlich sehr ärgerlich, wenn man das hier dran vergisst. So. Jetzt habe ich hier das Ganze befestigt. Jetzt raste ich das hier alles wieder ein. So, alles wieder so wie es sein sollte. Dann kommt das Klimasteuergerät hier, die Klimabedieneinheit. Fertig ist es. Jetzt haben wir einen wunderschönen Schaltknauf. Und hier drum kümmere ich mich noch, wie ich das hier am cleversten löse. Aber vielleicht lasse ich es auch einfach so. Sieht auch nicht ganz schlecht aus, weil der Kabelbinder auch schwarz ist. Alles klar. So Leute, hier bin ich wieder. Diesmal im Hellen. Ich wollte euch ja noch zeigen, wie das Ganze im Hellen aussieht. Dazu stelle ich einmal gerade um auf die andere Kamera. Also, gucken wir mal rein. So sieht das Ganze aus. Von außen, wenn man so von hinten reinkommt, man sieht hier die Pedale, sieht sehr schön aus, finde ich, sehr hochwertig, passt mit dem Edelstahl auch zum restlichen Interieur, passend dazu der neue Schaltknauf in Silber, sieht sehr stimmig aus, finde ich. Ich zeige euch das noch einmal von der anderen Seite. Relativ fresh, finde ich. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. In diesem Sinne.
Sinne, Leute. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Liken, teilen und kommentieren nicht vergessen. Freut euch auf mehr Content zu dem Thema und noch zu anderen Themen. Andere Autos natürlich auch. Bleibt dran, Leute. Ciao.